Das Wetter beeinflussen zu können, ist ein alter Traum der Menschen. Seit langem haben es Wissenschaftler deshalb auf die Veränderung der Wolken abgesehen. Die verschiedensten Techniken wurden ausprobiert. In den 40er Jahren hatten sie das Mittel gefunden. Silberjodid. Jetzt experimentiert auch das Militär. Im Vietnamkrieg sollen über 3000 Raketen den Monsun verstärken und die Versorgung des Vietcongs unterbrechen. 1977 reagiert die UNO mit der Konvention NMOD Warfare. Das Wetter als Kriegswaffe zu missbrauchen, ist seitdem verboten. Aber viele Länder nutzen das Mittel immer noch für friedliche Zwecke. So auch Russland. Eine Wolkenfront bedroht 1995 Moskau. Das Fest der Befreiung soll aber nicht ins Wasser fallen. Und so impft die russische Regierung die Wolken vor Moskau. Es scheint zu funktionieren. In der Nacht zuvor regnen die Wolken tatsächlich ab. Die Flugshow ist gerettet. Auch China investiert kräftig. 6.700 Artilleriekanonen und 4.000 Raketenwerfer stehen zur künstlichen Regenerzeugung bereit. 2008, während der Olympischen Spiele, will China sich als guter Gastgeber präsentieren. Die meteorologische Abteilung rekrutiert eine Armee von Helfern, um das Wetter in den Griff zu bekommen. Die Spiele sollen strahlen. Die Eröffnungsfeier gerettet. Wettermanipulation, ein Kinderspiel. So scheint es. Schon ein bisschen verrückt, mit Kanonen gegen Wolken. Nun, wissenschaftlich ist diese Methode auch umstritten. Man stellt sich Folgendes vor, so funktioniert's also. Silberjodid ist hier in diesen Geschossen, dann wird fleißig in die Wolke geschossen und diese Silberjodidkristalle wirken als Kondensationskeime und dadurch regnet die Wolke ab. Das ist zumindest die Theorie. Aber wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die eine Rolle spielen. Wissenschaftlich ist die Methode eher umstritten. Es gibt auch noch andere Bereiche, in denen wir, und zwar oft ohne uns dessen bewusst zu sein, das Wetter und die Wolken manipulieren. Sonderflugplatz Oberpfaffenhofen in der Nähe von München. Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt bereiten sich hier auf eine ganz besondere Jagd vor. Sie sind Kondensstreifen auf der Spur. Mit ihren Messgeräten wollen sie direkt in die Streifen hineinfliegen. Denn sie haben eine Menge Fragen. Woraus bestehen sie genau? Wie lange leben sie? Und welchen Einfluss haben sie auf unser Wetter? Die Bedingungen sind heute gut. In etwa 10.000 Metern Höhe haben die Forscher den ersten Kondensstreifen im Visier. Bis jetzt wissen sie, es ist der Wasserdampf aus den Triebwerken der Jets. Bei Außentemperaturen unter minus 37 Grad gefriert er sofort zu winzigen Kristallen. Eine langgezogene Eiswolke entsteht. Der Kondensstreifen. Doch wie lange überleben solche Streifen? Manchmal verdunsten die Eiskristalle nach kurzer Zeit wieder. Der Kondensstreifen verschwindet. Manchmal sind die Streifen aber stundenlang am Himmel zu sehen. Eine wichtige Frage, die die Wissenschaftler vom DLR klären wollen. Unterscheiden sich Kondensstreifen von natürlichen Eiswolken in dieser Höhe? Denn den Einfluss dieser sogenannten Cirruswolken auf das Wetter kennen sie recht gut. Mit ihrem Flugzeug fliegen sie direkt in den Kondensstreifen einer vorausfliegenden Maschine hinein, nehmen Luftproben und machen Fotos der winzigen Eiskristalle. Ihre Vermutung bestätigt sich. Die Eiskristalle von Kondensstreifen sehen denen einer jungen Cirruswolke sehr ähnlich. Aus Cirruswolken fällt nie Regen, aber sie schirmen tagsüber einen Teil des Sonnenlichtes ab und bremsen so die Erwärmung der Luft und des Bodens. Andererseits halten sie auch einen Teil der Wärmestrahlung der Erde zurück, wie eine dünne, aber wärmende Decke. Tagsüber gleichen sich diese beiden Einflüsse weitgehend aus. Nachts bleibt nur der wärmende Effekt. Unterm Strich erwärmen Cirruswolken also die Erde.
Wenn Kondensstreifen jungen Cirruswolken so ähnlich sind, dann müssten auch sie unsere Nächte wärmer machen. Je länger sie bestehen, umso stärker. Von Jahr zu Jahr wächst der Flugverkehr um rund 5%. Gerade über Europa und Nordamerika ist der Luftraum extrem voll. Die Zahl der Kondensstreifen nimmt zu. Die Wolkenspuren der Flugzeuge sind auch auf dem Satellitenfilm deutlich zu erkennen. Doch in vielen Fällen können die Wissenschaftler nicht mehr sagen, ob eine beobachtete Wolke natürlich entstanden ist oder aus einem Kondensstreifen. Der Wasserdampf aus den Triebwerken könnte deshalb für weit größere Eiswolken verantwortlich sein, als offensichtlich zu sehen sind. Das könnte so ablaufen. An jedem einzelnen Eiskristall des Kondensstreifens kann natürliche Luftfeuchtigkeit kondensieren und die Kristalle stark wachsen lassen. Die Kondensstreifen-Cirruswolke wächst und wächst. Aus einem einzelnen Streifen wird eine große Fläche, die schließlich nicht mehr von einer natürlichen Cirruswolke zu unterscheiden ist. Noch wissen die Forscher nicht genau, wie schnell diese künstlichen Cirruswolken wachsen und welche von ihnen vielleicht ohnehin entstehen würden. Aber eines steht fest: Diese menschengemachten Wolken am Himmel haben einen Einfluss auf die Temperaturen hier unten auf der Erde. Kondensstreifen haben offensichtlich einen Einfluss auf das Wetter. Und in dem Zusammenhang gibt es eine interessante Untersuchung. Erinnern Sie sich noch an den Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001? Nun, in den Folgetagen gab es in den USA ein totales Flugverbot. Und so sahen dann die Satellitenbilder aus, hier der Nordosten der USA. Und man sieht keine Kondensstreifen. Genau das Gegenteil von der üblichen Situation, da sieht man nämlich sehr viele Kondensstreifen. Der Atmosphärenforscher David Travis von der University of Wisconsin hat genau diese Daten untersucht. Und er kommt zu einer interessanten Erkenntnis. Kondensstreifen wirken ein bisschen wie eine wärmende Decke. Und in den Tagen nach dem Anschlag war es nachts 1 bis 2 Grad kälter. Und so viel zu den künstlichen Wolken. Wir sind am Ende unserer wunderbaren Sendung zur Welt der Wolken. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss!